Sensationelle Rumba von Gabriel Kelly bei Let's Dance. Rekordwertung für Toni Bauer. Die dritte Folge von Let's Dance brachte die Tanzfläche zum Glühen. Gabriel Kelly und seine Tanzpartnerin Malika Chumaev beeindruckten mit ihrer leidenschaftlichen Rumba nicht nur die Jury, sondern auch die Fans weltweit. Die Kommentare sprudeln vor Begeisterung. Sehr geschmeidig und sexy. Ein richtig hotter Tanz. Gabriel gehört ins Finale. Kein Zweifel. Selbst der strenge Juror Joachim Lambi konnte nicht anders, als die beste Fußarbeit des Abends anzuerkennen. Jorge González schwärmte von Gabriels Ausdruck und Gefühl in der Performance. Das Duo erhielt insgesamt 24 Punkte und stellte damit eine beeindruckende Leistung unter Beweis. Doch ein anderes Paar schaffte es, sie zu übertreffen. Toni Bauer und Anastasia Stan. Mit ihrem Quickstep brachen sie Rekorde und erhielten stolze 25 Punkte, darunter sogar die heiß begehrte 10 von Jorge González. Sei dabei, wenn sich die besten Tänzerinnen und Tänzer in der neuen Folge von Let's Dance erneut aufs Parkett wagen. Verpasse keine heißen Moves und mitreißenden Performance, abonniere unseren Kanal und bleibe am Ball. Let's Dance, tanzen auf höchstem Niveau.